Das bringt uns zu der Möglichkeit, dann auf den nächsten Tagesordnungspunkt zu gucken, den Sie möglicherweise schon daran erkennen können, wie gut und vergleichsweise gut die Reihen der Grünen hier besetzt sind. Es geht jetzt nämlich um Anträge aus den Reihen der Grünen und der Linksfraktion zur Bahnpolitik. Unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Schwerpunkte jeweils. Dieses Thema war vor 2 Wochen schon mal kurzfristig auf der Tagesordnung des Bundestages, ist dann aber auf diesen Freitag hier verschoben worden. Die Linken beispielsweise wollen mit ihren Anträgen erreichen, dass die Aufsichtsräte bei der Deutschen Bahn anders besetzt werden, nämlich durch Personen, die durch, so heißt es wörtlich, ihr bisheriges Handeln nachgewiesen haben, dass sie für eine Stärkung des Schienenverkehrs in Deutschland stehen. Und dazu, wie gesagt, noch 2 weitere Anträge aus der Linksfraktion, wo sie sich für eine Gewährleistung des sogenannten Schienenpersonenfernverkehrs einsetzen. Und die Grünen fordern unter anderem eine neue Priorisierung für den Schienenverkehr. Also das geht im Großen und Ganzen jeweils in dieselbe Richtung. Sie merken, wir haben eine ziemlich bunte Tagesordnung hier mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und dann sehen Sie auch gleich bei dieser Gelegenheit, mit wie vielen verschiedenen Aspekten des Gemeinwesens sich dieser Bundestag in der Regel und immer wieder beschäftigt. Der erste Redner auf der Liste zum nächsten Tagesordnungspunkt müsste sein der Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Anton Hofreiter. Der wird hier auch gleich aufgerufen werden, während Bundestagsvizepräsident Singhammer hier die letzten Formalia zum vorausgegangenen Tagesordnungspunkt erläutert. Sollte es jetzt mit der Debatte über die Bahnpolitik weitergehen, und da ist er auch schon auf dem Weg zum Pult, Anton Hofreiter. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist jetzt ein Jahr her, dass die Bundesrepublik Deutschland den Klimaschutzvertrag von Paris unterschrieben hat. Und was haben Sie gemacht innerhalb dieses Jahres, um davon etwas umzusetzen? Sie haben nichts gemacht in der Richtung. Sie haben weder beim Kohleausstieg was gemacht, noch haben Sie bei der Agrarwende was gemacht, geschweige denn, dass bei der Verkehrswende irgendwas vorangegangen wäre. Und Ihr eigener wissenschaftlicher Beirat hat Ihnen vorgestern wieder ein Stammbuch geschrieben, dass der Verkehrssektor ein klimapolitisches Desaster ist. Dabei könnte die Bahn für Klimaschutz zentral sein im Verkehrsbereich. Und die Bahn, die DB AG, gehört uns zu 100%. Diese ewige Ausrede, man könne da nichts machen, weil es ja eine Aktiengesellschaft ist, diese Ausrede können Sie einfach irgendwann mal stecken lassen. Nämlich wenn sich die Eigentümerversammlung der DB AG trifft, dann trifft sich Herr Dobrindt mit sich selbst. Und da könnte er doch mal irgendwas unternehmen, dass die Bahn endlich auf Vordermann kommt. Und wissen Sie, es ist einfach extrem ärgerlich, dass Sie de facto nichts daraus machen, dass Ihnen die Bahn zu 100% gehört. Das ist ärgerlich für die Reisenden. Nicht? Die Reisenden stecken in unpünktlichen Zügen fest. Die Reisenden haben eine Bahn verdient, die uns zu 100% gehört, die endlich funktioniert und was nicht so ist, dass man beim Umsteigen nur entsprechend den sichtbaren Anschluss erlebt. Wenn Sie mal ab und zu Bahn fahren, dann kennen Sie den sichtbaren Anschluss. Man steigt aus dem Fernverkehrszug aus und sieht den Nahverkehrszug noch wegfahren, weil nicht die Abstimmung nicht klappt. Und am Ende sind angeblich immer die unschuldigen Mitarbeiter der Bahn und nicht die Unterfinanzierung der Infrastruktur, nicht die Unterfinanzierung des Wagenmaterials, nicht die unfähige Politik dieses Ministeriums. Und es ist ärgerlich für die Unternehmen in Deutschland. Nämlich, es ist ja nicht so, dass der Güterverkehr nicht erfolgreich wäre auf der Bahn. Er ist erfolgreich da, wo es entsprechend interessant ist. Aber das Problem ist, dass Sie die Infrastruktur nicht ausreichend ausbauen, dass wir da entsprechend Auslastungen von 100% haben, dass Sie die Engpässe entsprechend hinter Hamburg nicht beseitigen, dass Sie die Engpässe an der Rheinschiene nicht schnell genug beseitigen, sondern Sie setzen weiterhin auf isolierte, sinnlose Großprojekte. Sie waren noch nicht einmal in der Lage, entsprechend beim Bundesverkehrswegeplan die Verkehrsprojekte ausreichend zu bewerten und die Verkehrsprojekte im Bereich Schiene ausreichend im Bundesverkehrswegeplan reinzubringen. Das Einzige, was Sie geschafft haben, waren die Umgehungsstraßen in Ihren eigenen Wahlkreisen zu bewerten, anstatt endlich eine integrierte Verkehrspolitik zu machen.
Und Ihre Verkehrspolitik im Bereich der Bahn ist auch schlichtweg eine Zumutung für den Steuerzahler. Nicht? Sie verschwenden da sinnlos das Geld, und das sagen nicht nur wir Ihnen, das sagt Ihnen auch entsprechend der Bundesrechnungshof. Deswegen machen Sie endlich was aus diesem hundertprozentigen Bundesbesitz. Sorgen Sie dafür, dass die Engpässe beseitigt werden. Sorgen Sie für einen integralen Taktfahrplan. Integraler Taktfahrplan bedeutet, dass entsprechend die Züge zueinander passen und man nicht ewig auf die Anschlüsse wartet. Sorgen Sie dafür, dass entsprechend die Bahn zentral wird für die Mobilitätswende, dass die Bahn die Chancen nutzen kann, die aus Digitalisierung und Elektrifizierung entstehen. Machen Sie endlich die Bahnhöfe zu Mobilitätsdrehscheiben. Machen Sie etwas aus diesem 100% Bundesbesitz und sorgen Sie endlich für eine Bahnpolitik und reden Sie sich nicht weiter raus. Vielen Dank. Anton Hofreiter für Bündnis 90 Grüne mit einem, na sagen wir mal, doch recht lebendigen Auftakt in diese Debatte, in der es um die Bahnpolitik geht. Erster Redner für die Koalition, jetzt der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann. Kollegen, ja, lieber Toni Hofreiter, da hast du zum Ende des Jahres ja verkehrspolitisch noch mal einen rausgehauen. Und das in einem Jahr, dass man wohl als das erfolgreichste Jahr seit mindestens 20 Jahren in der Verkehrspolitik in Deutschland feststellen kann. Lieber Toni Hofreiter, ein Jahr, in dem die Bundesregierung in einem noch nie dagewesenen transparenten Verfahren einen Bundesverkehrswegeplan aufgestellt hat. Mit der Integration der verschiedenen Verkehrsträger, mit einer Vernetzungsstruktur, mit einer klaren Priorisierung, mit einer Umweltorientierung, mit einer Antwort auf all die verkehrspolitischen Fragen bis zum Jahre 2030. Und das gepaart mit einem Investitionshochlauf, wie er noch nie, auch nur annähernd absehbar war, im Haushalt der Bundesrepublik Deutschland, wofür ich unter anderem dem Finanzminister sehr, sehr dankbar bin, dass er die Mittel dazu bereitstellen wird, und dem Haushaltsausschuss, dass er die dementsprechenden Beschlüsse gefasst hat. Sage und schreibe, 270 Milliarden Euro soll das Bundesverkehrsministerium in den nächsten 15 Jahren in die Infrastruktur investieren. Noch nie hat es so etwas gegeben. Ganz Europa staunt und freut sich, dass Deutschland so in seine Infrastruktur investiert. Und da wundert man sich über die Anträge, die hier vorgelegt werden von der Opposition, die mitnichten von großer Sachkenntnis strotzen. Es ist eben so, dass natürlich alle Verkehrsträger angesprochen sind. Aber wir heute ja speziell über Bahnpolitik reden sollen, das gilt auch für Sie, Herr Gaste. Man ist erstaunt, zu was für Überlegungen Sie kommen, wie Sie den Verkehrsträger Schiene schlecht darstellen. Es wäre wesentlich sinnvoller, sich mal Gedanken zu machen, wie wir gemeinsam den Träger weiterentwickeln. Aber nur beschimpfen reicht natürlich nicht aus, ohne eigene Ideen. Das Einzige, auf das Sie kommen, ist, erneute Kommission zu bilden, große runde Tische, die nachher mit nichts enden. So etwas können wir nicht gebrauchen. Und von daher gesehen, ja, für die Schiene ist eine Menge drin. Und ja, von allen Verkehrssystemen, die wir haben, ist die Schiene das komplexeste und schwierig zu durchschauendste System von allen. Und das sieht man an den Anträgen der Opposition. Sie haben Bahnpolitik bis zuletzt eben nicht verstanden. Und obwohl wir es im Verkehrsausschuss x-mal diskutiert haben, die Kollegen von CDU, CSU und SPD Ihnen mehrfach erklärt haben, wie die Zusammenhänge sind, haben Sie es nicht verstanden. Wir haben in dieser Woche noch eine große Anhörung von Experten gehabt, die alle festgestellt haben, vom Grundsatz ist das Schienensystem in Deutschland gut eingerichtet. Gerade hat in Europa der Rechnungshof ja eher eine Einrichtung, die sehr kritisch auf die Verkehrspolitik sieht, Deutschland ein großes Lob ausgestellt. Das hätten Sie mal zur Kenntnis nehmen sollen, anstatt solche Anträge herzustellen. Und daraus ergibt sich, dass gerade die Bundesrepublik Deutschland in diesem Sektor sehr gut aufgestellt ist. Aber natürlich gibt es Herausforderungen. Ja, wir müssen weiter in das Schienenwesen investieren. Und wir haben in diesem Verkehrswegeplan einen Paradigmenwechsel vorgenommen. Zum ersten Mal haben wir einen Fahrplan auf das Jahr 2030 konstruiert und aus diesem Fahrplan die Notwendigkeit für Infrastrukturleistungen gezogen, sowohl auf dem Güterverkehrssektor als auch auf dem Fernverkehrssektor. Und jetzt werden wir im nächsten Jahr den Nahverkehrssektor mit den Ländern dazu noch ergänzen. Viele, viele kleine Maßnahmen sind viel wichtiger als die großen.
Aber es wird auch einige große Maßnahmen geben, die wir realisieren müssen, die im Verkehrswegeplan enthalten sind. Und ja, obwohl die Schiene der ökologischste Verkehrsträger neben der Wasserstraße ist, müssen wir auch hier weiter investieren. Wir werden im kommenden Jahr das erste Mal einen wasserstoffgetriebenen Nahverkehrszug im Regelbetrieb auf der Schiene ausprobieren. Wir werden Lokomotiven mit Batterietendern erleben. Wir werden andere Systeme erleben, um die Strecken, die derzeit noch nicht unter Fahrdraht, das heißt elektrisch betrieben werden können, dann umweltfreundlich auch betreiben zu können. Wir werden die Innovationen weiter vorantreiben. Und ja, ein Risiko der Schiene ist der Schall. Viele Menschen fühlen sich bedroht, wenn es heißt, wir bauen euch die Schienenstrecke aus und es kommt Güterverkehr dorthin. Dann denken viele, ja, Umstieg von Straße auf Schiene und Wasserstraße ist richtig, das unterstützen wir. Aber wenn es konkret wird, haben die Menschen Sorgen, dass es zu laut wird. Also müssen wir den Eisenbahnverkehr leiser machen. Und auch das, Herr Kollege Gastel, entgegen Ihren Annahmen, wird passieren. In der kommenden Woche wird der Gesetzentwurf der Bundesregierung das Kabinett erreichen und dann auch das Parlament, wo wir gesetzlich festlegen, dass ab dem Fahrplanwechsel 2020 keine lauten Güterzüge in Deutschland mehr fahren werden. Natürlich gibt es Ausnahmen, Herr Gastel, aber Sie müssen sich die Ausnahmen ansehen, wofür die konstruiert sind. Und gerade Sie, der doch vorgibt, für Bahnverkehr zu sein, für mehr Verkehr auf der Schiene, müsste gerade diesen Ausnahmen sehr zuträglich gegenübertreten. Also wir werden dieses Gesetz vorlegen. Das Parlament wird, denke ich, zügig beraten und verabschieden, sodass ganz Deutschland weiß, das Versprechen der Regierung, den Schienenlärm in Deutschland nicht nur punktuell, sondern in der ganzen Fläche zu halbieren, werden wir einhalten und werden wir umsetzen können. Und dafür müssen wir erhebliche Investitionen vornehmen. Das werden wir tun in das rollende Material. Und bei aller Liebe, Toni Hofreiter, Schienenverkehr ist nicht nur die DB AG. Es gibt eine Fülle von anderen Bahnen, die auf unserem Netz fahren, rund 300. Und man soll es nicht nur konzentrieren auf das bundeseigene Unternehmen, sondern insgesamt auf den Sektor. Und der ist gut ausgestattet. Das natürlich bei der DB AG, wie auch mit einigen Zielerreichungen oder sagen wir mal Nicht-Zielerreichung, nicht besonders begeistert sind. Daran wird zu arbeiten sein. Wir stellen aber diesem Unternehmen mit der Kapitalerhöhung eine notwendige Voraussetzung zur Verfügung, um diese Herausforderung zu bestehen. Mitsamt alles gute Beschlüsse. Die Bahn ist auf einem guten Weg, gut aufs Gleis gesetzt. Und insofern kann man die Anträge der Opposition nur in Bausch und Bogen ablehnen. Herzlichen Dank. Enak Ferdermann war das, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, und er sagt zu den Anträgen aus der Opposition, die Bahn, der Bahnverkehr steht besser da, als er beschrieben wird aus den Reihen der Opposition. Die ist jetzt wieder dran mit Sabine Leidig aus der Linksfraktion, und dort ist sie verkehrspolitische Sprecherin. Vorstellen, dass der Staatssekretär Ferlemann sagt, alles in Butter, die Bahn ist auf einem tollen Weg. Wenn man sich die Nachrichten anschaut, die in den letzten Wochen in den Zeitungen zu lesen waren, dann weiß man, dass der Bahnchef Grube plant, den operativen Konzerngewinn EBIT um 770 Millionen Euro pro Jahr zu erhöhen. Und zwar, hören Sie gut hin, mit einem Schrumpf- und Abbauprogramm à la Medorn. Unter dem irreführenden Titel Operative Excellence und Zukunft Bahn soll im Kerngeschäft massiv eingespart werden. Bei der Wartung von Infrastruktur und Zugflotten, dort sollen die Personalkosten in der Instandhaltung alleine die um 15% sinken. Erheblicher Stellenabbau wird befürchtet und die Schließungen von Zugreparaturwerken sind schon längst in den Strategiepapieren von Grube vorgesehen. Zum Glück wehren sich die Beschäftigten dagegen, auch die Länder, und ich finde diesen Widerstand total wichtig und notwendig. Die DB-Konzernspitze plant einen Kahlschlag beim Güterverkehr. Bei DB Cargo sollen über 2000 Arbeitsplätze wegfallen und 173 Verladestationen sollen geschlossen werden. Und ich bitte Sie, natürlich gibt es viele Eisenbahnen, die nicht DB AG sind, aber die fordern unisono, ob es das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen ist oder der Verband der Verkehrsunternehmen, dass
die Güterverkehrsstruktur erhalten bleibt und ausgeweitet wird. Wir haben jetzt gerade im Verkehrsausschuss darüber gesprochen. Die sagen, selbstverständlich ist es eine gute Alternative zum Lkw-Verkehr, wenn auch kleinräumig wieder Güteranschlussstellen auf die Schienen stattfinden. Das muss passieren. Auch da zum Glück massiver Widerstand der Beschäftigten, die sich wehren und die unsere volle Solidarität haben. Die haben 50.000 Mal mehr Verstand im Hirn als ihre Konzernspitze. Dann war noch was. Neuigkeiten aus dem Bahnleben. Die DB AG hat ein ganz wichtiges Angebot im Schienenfernverkehr dieser Tage komplett gestrichen, komplett eingestellt. Der letzte Nachtzug hat letzte Woche Berlin verlassen. Auch hier eine breite öffentliche Initiative, die um die Rettung der Nachtzüge kämpft. Ich will mal ein Zitat machen, das in dem Blog zu lesen ist. Der Lokführer lässt den Zug mit dem Signalhorn weinen, was auch bei mir für Gänsehaut sorgt. Eine Tradition geht zu Ende. Es bleibt die Hoffnung, dass sich Europa eines Besseren besinnt und den Schatz seines engmaschigen, grenzüberschreitenden Bahnnetzes und Nachtzugnetzes wieder zu nutzen weiß. Das wäre zukunftsfähig. Lunaliner ist ein Konzept, das von Bürgerinitiativen, von den Beschäftigten entwickelt worden ist. Dass die österreichische Bundesbahn jetzt Nachtzüge fährt, ist okay. Aber das ist doch kein Glanzlicht für die Bahnpolitik in Deutschland. Es ist ein Armutszeugnis, dass Sie da nicht zukunftsfähig sind. Nacht-ICE, setzen Sie sich mal 12 Stunden in ICE, fahren Sie mal morgens um 2 zu irgendeinem ICE-Haltepunkt von Ihrer Heimat und warten da 3 Stunden im ungeheizten Warteraum. Das ist doch absurd. Dummerweise gibt es nicht nur Rückzug bei der DB AG, sondern es gibt auch merkwürdige Offensiven. Also beispielsweise klagt die Bahn gegen das Land Baden-Württemberg, was ich total kurios finde, weil sie sich an den absurd gesteigerten Kosten für Stuttgart 21 zu Recht nicht beteiligen wollen, weil dieses absurde Projekt hat die Bundespolitik zu verantworten und die Bahn. Und die müssen zusehen, dass sie aus dieser Grube rauskommen, die sie sich da gegraben haben. Die Deutsche Bahn AG hat der Stadt Pforzheim, hat das kommunale Busunternehmen der Stadt Pforzheim niederkonkurriert. Was ist das denn für ein absurdes Geschäftsgebaren? Das ist volkswirtschaftlicher Unsinn, dass wir ein Bundesunternehmen gegen kommunale Unternehmen in Stellung bringen. Wir brauchen endlich ein Ende dieses blödsinnigen Börsen- und Privatisierungskurses der Bahn. Die Bahn muss dafür sorgen, dass viele Angebote in der Fläche gemacht werden, dass die Angebote bezahlbar werden, dass getaktet wird und so weiter. Und die Politik muss dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Es ist einfach nicht wahr, dass der Bundesverkehrswegeplan ein Schienenausbauprogramm ist. Quatsch, es ist vor allen Dingen ein Straßenausbauprogramm. Sie wissen ganz genau, dass die Kritik der Verbände und nicht nur der Umweltverbände, vieler Verkehrsverbände, auch regionaler Verkehrsunternehmen, völlig berechtigt ist, dass für die Bahn viel zu wenig investiert wird, dass die Investitionen nicht ordentlich geplant sind und dass wir damit weiter das Problem haben, dass die Straße zugunsten der Schiene ausgebaut wird. Wir fordern, dass dieses Projekt, das die Grünen vorschlagen, endlich angegriffen wird, in Angriff genommen wird, eine Reform der Bahnreform. Wir haben das vor 2 Jahren schon gefordert, anlässlich 20 Jahre Bahnreform. Diese Reformkommission ist eine gute Idee. Es ist entscheidend, wer drin sitzt. Selbstverständlich müssen die Kommunen und Länder drin sitzen. Selbstverständlich müssen Bahnfachleute drin sitzen. Selbstverständlich müssen die Beschäftigten drin sitzen und die hervorragenden Eisenbahninitiativen, die total klasse Vorschläge machen, was man konkret tun könnte, um die Bahn zu verbessern. Das heißt, wir müssen eine Demokratisierung der Bahn haben, damit sie wirklich den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich es extrem bedauerlich finde, dass die SPD offensichtlich zugestimmt hat, dass der Vertrag von Bahnchef Grube verlängert wird, obwohl offensichtlich ist, dass er die Bahn nicht vorwärts bringt, dass seine Fernverkehrsstrategie nicht realisiert wird.
Sie haben zugestimmt, dass Profalla sein Nachfolger werden soll. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Warum sorgen Sie nicht dafür, dass an der Spitze der Deutschen Bahn AG, dem größten öffentlichen Unternehmen, erfolgreiche Eisenbahnunternehmer stehen und nicht Leute aus der Automobilindustrie und aus sonstigen Bereichen, deren Herzensanliegen vielleicht der Bilanzgewinn EBIT und Debit ist, aber nicht, wie die Leute umweltverträglich und klimafreundlich mobil sein können. Danke. Ja, das ging an die Adresse der Sozialdemokraten, was Sabine Leidig da zu Ende ihrer Rede angesprochen hatte. Die hätten jetzt sozusagen die Möglichkeit, direkt darauf zu reagieren, in Person von Sören Barthol, der jetzt sprechen wird für die SPD. Das ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sehr genau überlegen sollten. Das sollten Sie auch tun. In der Sache gibt es genügend Möglichkeiten, sich auseinanderzusetzen. So, jetzt hat der Kollege Sören Barthol für die SPD das Wort. Herr Präsident, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal hilft ja ein schöner Glühwein. Wir erleben heute in der Debatte wieder einmal, dass es im Deutschen Bundestag am Ende nur Freunde des Schienenverkehrs gibt. Wenn wir ehrlich sind, sind wir damit alle Teil eines gemeinsamen Rituals. Alle fordern, dass wir in Zukunft mehr Verkehr auf die Schiene verlagern. Alle wollen, dass mehr Geld in die Schieneninfrastruktur investiert wird. Alle versprechen, dass mit ihnen definitiv alles besser wird. Und alle arbeiten sich an der Deutschen Bahn ab. Am Ende preisen die Regierungsfraktionen ihre Erfolge und die Opposition erklärt, was alles schiefläuft. Ich wünsche mir, dass es heute gelingt, dieses Ritual mal zu durchbrechen und eine ernsthafte Debatte darüber zu führen, wie wir mehr Schienenverkehr erreichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren ja heute auch über den Antrag der Grünen, die Bahnpolitik auf das richtige Gleis setzen. Der Inhalt ist einfach nur enttäuschend. Das beginnt bereits mit dem Titel, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Sie reden nur von der Bahnpolitik. Dabei müsste inzwischen klar sein, dass Bahnpolitik eben nicht gleich Schienenpolitik ist. Und wer sich nur an der Deutschen Bahn abarbeitet, vergisst, dass es auch am Ende um das System Schiene geht. Spätestens bei den politischen Forderungen des Antrags suche ich nach Ihrem Schienenkonzept. Sie gipfeln in dem wegweisenden Vorschlag, eine Reformkommission einzusetzen. Da waren Sie schon mal weiter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als SPD-Bundestagsfraktion brauchen keine Kommission. Wir setzen konkrete Dinge um und arbeiten bereits an den nächsten konkreten Schritten. Ich empfehle allen das Impulspapier für mehr Verkehr auf die Schiene. Die Politik ist am Zug der SPD-Bundestagsfraktion zu lesen. Vor sechs Wochen haben wir auf unserem Schienengipfel 2016 Eckpunkte für einen Schienenpakt 2030 zur Diskussion gestellt. Über 400 Vertreterinnen und Vertreter aus der Verkehrsbranche, aus Industrie, Wissenschaft, Gewerkschaften haben an der Konferenz teilgenommen. Knapp 1000 Bürgerinnen und Bürger haben im Internet diese Konferenz verfolgt. Und wir laden derzeit alle ein, auch Sie, Frau Leidig, sich an der Diskussion über das Papier zu beteiligen. Das Papier können Sie dann auf der Homepage der SPD-Fraktion finden. Ich vermute, Herr Kollege Barthol, nachdem Sie schon darauf hingewiesen haben, dass Sie die Zwischenfrage der Kollegen Leidig zulassen. Ja, klar. Ja, also Ihre Worte höre ich gern, aber die Taten entsprechen dem leider nicht. Und wir haben ja gerade die Bundesverkehrswegeplanberatungen gehabt. Es gab eine Fülle von Anträgen, nicht nur von der Opposition, sondern von Bundesländern, regionale Bahnstrecken auszubauen, damit tatsächlich mehr Bahn in der Fläche stattfinden kann. Die Infrastruktur ist Sache des Bundes. Das ist ganz eindeutig im Grundgesetz geregelt. Da brauchen Sie überhaupt nicht hier rumzublöken. Das Angebot auf der Strecke ist Sache der Länder, aber es geht um die Infrastruktur. Und ich möchte Sie mal fragen, Herr Barthol, wenn Sie sich so dafür einsetzen, dass der Bahnverkehr entwickelt wird, warum hat die SPD-Fraktion alle diese Anträge abgelehnt? Liebe Kollegin Leidig, Sie sind ja heute auf einem relativ hohen Aggressionslevel. Ich will es versuchen, ganz sanft zu machen. Die Anträge, die wir ablehnen, haben einfach nicht die Qualität, um hier im Deutschen Bundestag beschlossen zu werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, dass Ihre Frage oder Ihr Statement gerade gezeigt hat, dass Sie immer noch nicht verstanden haben, wie der Bundesverkehrswegeplan funktioniert.
Sie haben das immer noch nicht verstanden. Sie kritisieren immer wieder Dinge, die wir rauf und runter erklärt haben. Sie wissen, dass für regionale Schienenbedarfe es andere Fördertöpfe gibt. Sie wissen, dass wir uns auf die fernverkehrsrelevanten und güterverkehrsrelevanten Dinge konzentrieren. Und Sie wissen auch, dass wir gerade mit diesem Bundesverkehrswegeplan, wenn Sie sich einfach auch mal die Geldverteilung angucken, ich glaube, einen so wichtigen Punkt für die sozusagen für das System Schiene auch gesetzt haben, dass ich einfach nicht verstehe, warum Sie es immer kritisieren. Sie können doch vor Weihnachten einfach mal sagen, liebe Koalition, habt ihr gut gemacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Schiene muss wachsen. Ohne eine starke Schiene werden wir das Ziel weg vom Öl bis 2050 nicht schaffen. Guter Service bei attraktiven Preisen, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit müssen das Markenzeichen der Eisenbahnen in Deutschland sein. Wir haben in der Großen Koalition einiges erreicht. Pendlerinnen und Pendler profitieren jedes Jahr von 1 Milliarde Euro zusätzlich für den Regionalverkehr. Bröckelnde Brücken, Langsamfahrstrecken werden mit zusätzlichen Mitteln für den Erhalt durch die neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung beseitigt. Zusätzliches Eigenkapital und der Verzicht auf einen Teil der Dividende bei der Deutschen Bahn helfen dem Unternehmen, neue Züge und zusätzliche Strecken im Personenfernverkehr zu investieren. Offensichtlich reicht das jedoch nicht. Die Schiene steht im Wettbewerb der Verkehrsträger weiter unter massivem Druck. Ein zentrales Problem ist, dass sie zu teuer ist. Darüber hinaus muss sie innovativer und auch effizienter werden. Ich erwarte deshalb, dass die Unternehmen besser werden. Was wir gleichzeitig aber auch brauchen, ist einfach ein gesellschaftlicher Konsens, dass wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Schiene strukturell und finanziell stärker fördern wollen als bisher. Ziel sollte ein Schienenpakt zwischen Politik und Wirtschaft sein, um mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Beide Seiten müssen daran mitarbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit unserem Vorschlag für einen Schienenpakt 2030 stellen wir insgesamt 19 Maßnahmen zur Diskussion. Ich konzentriere mich jetzt mal auf die wichtigsten. Erstens, das Schienennetz muss wachsen. Wir brauchen eine Verdopplung der Kapazitäten bis 2030. Alle Oberzentren müssen flächendeckend an das ICE Intercity-Netz angeschlossen werden. Das können wir auch durch die Umsetzung des Deutschlandtakts erreichen. Die Trassenpreise müssen signifikant gesenkt werden. Nur so werden am Ende mehr Menschen auf die Bahn umsteigen und mehr Güter auf die Schiene verlagert werden. Die Bahnen in Deutschland müssen Vorreiter der Digitalisierung sein. Guter Service, bequemer Zugang zu digitalen Dienstleistungen müssen zum Markenzeichen der Eisenbahn werden. Das betrifft auch die Verbindung mit anderen Verkehrsträgern und Plattformen. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen unser eigenes Unternehmen Deutsche Bahn besser steuern. Nicht die Maximierung des Gewinns, sondern die Maximierung des Schienenverkehrs muss das Ziel des Unternehmens sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns am Ende die besten Maßnahmen gemeinsam identifizieren, mit denen wir die Schiene stärken können. Ich freue mich, dass 8 Verbände von der Allianz pro Schiene über die Bahnindustrie bis hin zum Verkehrsclub Deutschland mit einem eigenen Papier zentrale Forderungen unseres Schienengipfels unterstützen. Lassen Sie uns jetzt einfach daran arbeiten, dass wir in den kommenden Monaten bereits die ersten Maßnahmen umsetzen können. Vielen Dank. Sören Barthol war das, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion. Hier in dieser Debatte, die Grundlage dieser Debatte sind ja alles an Oppositionsanträge und mit denen kann sich jetzt noch einmal auseinandersetzen für die CDU-CSU-Fraktion Dirk Fischer. Die Lage der Staatsbahn war Anfang der 90er Jahre dramatisch. Wir müssen uns mal daran erinnern, wo wir herkommen. Der Verkehrsträger Schiene drohte, seine intermodale Konkurrenzfähigkeit vollständig zu verlieren. Wir haben steigende Haushaltsbelastung gehabt durch ungeplante Milliardenverluste, die jährlich vom Bundeshaushalt aufgefangen werden mussten. Und deswegen ist die im Dezember 1993 vom Bundestag beschlossene Bahnreform dringend notwendig gewesen als eine wichtige Weichenstellung für die Bahnpolitik, aber natürlich auch, weil wir die Integration der Reichsbahn schaffen mussten. Ich will daran erinnern, dass wir dann eben ab 1994 die Deutsche Bahn AG als ein Wirtschaftsunternehmen in privatrechtlicher Form, aber im Eigentum des Bundes, geführt haben. Und ebenso wichtig war uns damals die Öffnung des deutschen Schienennetzes für nichtstaatliche Bahnunternehmen. Das Ziel lautete, mehr Wettbewerb schafft mehr qualitativ hochwertige
unbezahlbare Angebote, nicht bundeseigene Schienenunternehmen haben sich in den Jahren deutliche Marktanteile erobert. Wenn ich an die Sparten Nahverkehr und Güterverkehr denke, ist der private Anteil bei den Bahnunternehmen gestiegen, an Trassenkilometern oder aus Trassenkilometern errechnet von 99,2% auf mittlerweile im Jahr 2014 25%. Die staatliche Aufgabe besteht darin, die Investitionen der bundeseigenen Schieneninfrastruktur zu tragen und Neuausbau und Erneuerung zu finanzieren. Für die Ersatzinvestitionen Neu- und Ausbau haben wir im Haushalt 2016 rund 4,7 Milliarden Euro. Durch zusätzliche Mittel für Verkehrsinvestitionen steigen diese Investitionsmittel für die Schiene bis 2018 schrittweise auf rund 5,6 Milliarden Euro an. Und insgesamt wird der Bund für Ersatzinvestitionen und Instandhaltung über die Luft 2 von 15 bis 19 28 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Dann muss darauf hingewiesen werden, dass seit der Übertragung des Schienenpersonennahverkehrs ab 96 auf die Bundesländer der Bund mit Regionalisierungsmitteln, mittlerweile 8,2 Milliarden, den Ländern eine nachhaltige finanzielle Unterstützung gibt. Und sie werden insgesamt bis 2031 mehr als 115 Milliarden Euro aus dem Steueraufkommen des Bundes für diesen Zweck erhalten. Die Bahnreform hat die Grundlage geschaffen, dass der Schienenverkehr in Deutschland nach Jahren des Niedergangs einen neuen Aufschwung erlebt hat. Und wir können eine positive Entwicklung sowohl im Güter- als auch im Personenfern- und Nahverkehr bilanzieren. Seit der Bahnreform hat der Verkehr auf der Schiene in Deutschland beim Personenverkehr deutlich zugenommen. 94, 65,2 Milliarden Personenkilometer, 2015 über 91 Milliarden Personenkilometer, ein Plus von knapp 40%. Und beim Güterverkehr von 70,6 Milliarden Tonnenkilometer auf über 116 Milliarden Tonnenkilometer, ein Plus von knapp 65%. Das sind doch wohl eindeutige Erfolgszahlen, die niemand ignorieren kann. Und darüber hinaus die Bahn erwirtschaftet. Die Deutsche Bahn AG erwirtschaftete 2013 um 5,2 Milliarden Euro höheres operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also vom EBIT, als 1994. Und seit 2009 zahlt dieses Unternehmen dem Eigentümer Bund eine Dividende, bisher insgesamt 1,75 Milliarden Euro. Allein in Deutschland wurden 2012 von der DB AG 2,9 Milliarden Euro aus Eigenmitteln investiert, 11.000 Mitarbeiter neu eingestellt, rund 2.400 Auszubildende übernommen. Der Bund hat als Eigentümer gegenüber der DB AG eine besondere Verpflichtung und das, was schon dargestellt wurde, der Haushaltsausschuss mit der Eigenkapitalerhöhung und einem befristeten Verzicht auf Dividende, hat diese Verantwortung des Bundes für sein Unternehmen ganz deutlich dokumentiert. Wenn die Grünen in ihrem Antrag ausführen, dass der Anteil des Schienenverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen stagniert und der Schienengüterverkehr rückläufig sei, dann sind das im Grunde genommen falsche Behauptungen, die durch nichts bewiesen werden. Und natürlich ist es dem Bund ein besonderes Anliegen, dass sein Unternehmen eine Positivbilanz erzeugt und einen starken Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen auf der Schiene hat. Und deswegen sage ich einmal, wer hier ein Fernverkehrssicherungsgesetz oder eine Gewährleistung des Schienenpersonenfernverkehrs einfordert, der behauptet, dass über die 8,2 Milliarden, die wir für den Nahverkehr ausgeben, hinaus ein weiteres mehrfaches Milliardenbetrag, wahrscheinlich noch höher als die 8,2, auf den Bundeshaushalt zukommen würden. Und das kann man eigentlich nur fordern, wenn man hofft, Herr Kollege Kastel, von der Regierungsverantwortung noch möglichst lange befreit zu bleiben. Sonst würde man sowas nicht behaupten. Und im Übrigen, als Sie in Regierungsverantwortung waren, haben Sie zur Gewährleistung des Schienenpersonenfernverkehrs angeboten, das Grundgesetz so interpretiert, es geht nicht um das Angebot, sondern nur darum, dass der Bund eine Infrastruktur verhalten muss, auf der ein eigenwirtschaftlicher Personenfernverkehr sich vollziehen kann. Das war Ihre Position.
Und warum schreiben Sie jetzt das Gegenteil dessen auf, was Sie in langen Jahren der Regierungsverantwortung hier im Deutschen Bundestag vertreten haben? Ich kann nur sagen, ich freue mich über das neue Fernverkehrskonzept. Damit wird auch der Fehler von Medorn repariert, der aus Eigenwirtschaftlich in der Region, den er zerstört hat, in einen bezuschussten Nahverkehr kommen wollte. Und das wird jetzt endlich beseitigt. Also das Fazit unserer Debatte muss lauten: Bahnreform war richtig, notwendig und erfolgreich, aber es besteht noch Handlungsbedarf zu optimieren und ihn weiterzuentwickeln. Und ich glaube, daran sollten wir auch gemeinsam arbeiten. Der Kollege Barthol hat das ja auch für unsere Koalition ebenso erklärt. Der Kollege Matthias Gastel spricht jetzt für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 23 Jahre nach der Bahnreform zeigt sich, was gut gewesen ist. Beispielsweise die Regionalisierung, die Übertragung der Zuständigkeit für den Nah- und Regionalverkehr auf die Länder, die die Bedürfnisse gut kennen, mit dem Ergebnis steigender Fahrgastzahlen in diesem Bereich. Oder auch der Wettbewerb, der die Effizienz gesteigert hat und den Wettbewerb im Regionalverkehr und im Schienengüterverkehr ermöglicht hat. 23 Jahre nach der Bahnreform zeigt sich aber auch, was eben nicht gut ist, nämlich beispielsweise, dass es im Fernverkehr nach wie vor so gut wie keinen Wettbewerb gibt, dass die Fernverkehrs- und Güterverkehrsanteile der Schiene stagnieren und eben leider nicht gewachsen sind. Das heißt, immer noch viel zu viel Verkehr auf den Straßen. Und damit, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, können Klimaschutzziele eben nicht erreicht werden. Und wir müssen, wenn wir auf den Bahnkonzern DB gucken, eben auch feststellen, dass hier die Verschuldung inzwischen Richtung 20 Milliarden geht. Auch das ist ein Ziel, das leider nicht erreicht wurde. Die Politik hat leider keine Konsequenzen aus diesen Ergebnissen gezogen. Das Motto scheint zu lauten, weiter wie bisher. Mit dem Eisenbahnregulierungsgesetz wurde die Chance vertan, die Trassenpreise zu senken. Sie wurden auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau gehalten. Und mit dem Schienenwegeausbaugesetz wurde viel Straße und wenig Schiene angegangen. Die Politik verhindert also ein Wachstum auf der Schiene, und die 2,4 Milliarden, die es jetzt geben soll für die Deutsche Bahn aus dem Bundesetat, finden ohne jegliches Konzept für ein Wachstum und für bessere Schienenbedingungen statt. Gleichzeitig erkennen aber auch Teile der Großen Koalition oder der sie tragenden Parteien den Handlungsbedarf. Die SPD hat beschlossen, die Trassenpreise senken zu wollen, kurz nachdem sie zugestimmt hat, dass sie weiter auf hohem Niveau bleiben. Die CSU hat beschlossen, auf dem Parteitag ein Fernverkehrssicherstellungsgesetz haben zu wollen. Das heißt, dass der Bund gewährleistet, dass große Städte an den Fernverkehr neu angebunden werden. Wir laden Sie ein als Grüne Bundestagsfraktion, wir laden Sie ein, stimmen Sie unserem Antrag zu. Unser Antrag sieht auch vor die Einrichtung einer Reformkonzeption, einer Reformkommission, die eine Konzeption für die starke Schiene erarbeiten soll. Da ist dann auch der Kollege Ferlemann herzlich eingeladen. Es geht darum, wie kann die DB als Konzern unabhängiger vom Bund handlungsfähig werden? Wie kann das System Schiene gestärkt werden? Wie kann der Deutschlandtakt, den wir ja alle wollen, konkret umgesetzt werden? Wie kommen wir zu einem fairen Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern? Wie können wir Innovationen auf der Schiene beispielsweise durch die Digitalisierungsmöglichkeiten auslösen? Und wie erklären wir und definieren wir in Zukunft die Eigenwirtschaftlichkeit der DB versus des Allgemeinanspruchs des Grundgesetzes? Also wie bringen wir diese Dinge zueinander? Wir laden Sie ein, mitzumachen, indem Sie zustimmen zu unserem Antrag. Diese Reformkommission soll eine breite Debatte auslösen, soll nach Lösungen suchen, unter Einbeziehung von Wissenschaft, von Bund, von Ländern, von Umweltverbänden und Verbraucherverbänden. Stimmen Sie zu, damit wir gemeinsam mehr Verkehr auf die Schiene bringen, zugunsten von Klimaschutz und zugunsten von nachhaltiger Mobilität. Matthias Gastel war das für die Bündnisgrüne, der Sprecher für Bahnpolitik. Allerdings der grüne Antrag, der wird heute noch nicht abgestimmt, der geht in die Ausschüsse. Lediglich über die Anträge der Linken wird später noch abgestimmt. Jetzt aber Kirsten Lührmann für die SPD hier noch in der Debatte. Ein Bekannter hat mir letztens gesagt, wenn er eingeladen wird und sich outet als Mitarbeiter der Bahn, sind die Themen für den Abend gerettet.
Das kennen wir alle. Wir alle können Geschichten erzählen von Wildfremden, mit denen wir Diskussionen über Fußball oder Kochrezepte geführt haben. Und ich gebe zu, wir alle können auch Geschichten erzählen, wie sie die Kollegin Leidig hier auch dargelegt hat, von Dingen, die nicht ganz so gut gelaufen sind. Und dann ist es schön, wenn die Bahnmitarbeitenden mit Humor reagieren. Dirk Fischer, ich bin sicher, wenn du in dem Zug gesessen hättest, der folgende Durchsage gemacht hätte, du hättest die Notbremse gezogen. Dort lautete es nämlich an alle HSV-Fans in der ersten Klasse mit nicht entsprechenden Tickets, bitte verlassen Sie den Wagen, schließlich ist der Punktestand Ihres Vereines auch nicht erstklassig. Allerdings glaube ich nicht, dass solche Durchsagen der Grund dafür sind, dass in diesem Jahr die Personenkilometer im Schienenverkehr doppelt so stark gestiegen sind wie die Personenkilometer im motorisierten Individualverkehr und das trotz Fernbuskonkurrenz. Warum so viele Menschen mehr den Zug nutzen, liegt im Fernverkehr, mit Sicherheit auch in der Initiative der Deutschen Bahn AG, was besondere neue Sparpreise angeht, was eine Initiative zur Pünktlichkeit, zum Bahnhofsmanagement angeht. Und ja, ich weiß, da sind wir noch lange nicht am Ende, aber schon diese ersten Maßnahmen zeigen ja deutliche Verbesserungen. Und im Nahverkehr, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es so, dass unsere Gelder, die wir zur Verfügung gestellt haben bei den Regionalisierungsmitteln, jetzt schon in diesem Jahr erste Erfolge zahlen. Es gab mehr Bestellungen und wenn mehr Angebot da ist für Pendler und Pendlerinnen, dann überlegt sich auch der eine oder die andere, ob er das Auto stehen lässt und nicht doch mit der Bahn zur Arbeit fährt. Und das ist unser Ziel. Wir alle wissen aber auch, das kann nicht das Ende sein. Wenn wir mehr Personen auf die Schiene bringen wollen, dann brauchen wir den Deutschlandtakt, dann brauchen wir ein klar definiertes Netz an Fernverkehrszügen, auf das auch der Nahverkehr abgestimmt ist. Und wir haben die ersten Schritte dazu eingeleitet. Das ist nicht so, dass man beim Deutschlandtakt den Schalter umlegt und dann funktioniert es. Wir haben im ersten Schritt Gutachten in Auftrag gegeben, wie man so einen Deutschlandtakt in einem Flächenland wie Deutschland, wir haben immer die Schweiz als Beispiel, die Schweiz, mein Bruder lebt dort, ein wunderschönes Land, aber bitte, sie ist kein Flächenland. Also wie man einen Deutschlandtakt in dem Flächenland Deutschland übertragen kann. Und im zweiten Schritt haben wir im Bundesverkehrswegeplan die Infrastrukturprojekte eingeführt, die wir brauchen, um diesen Deutschlandtakt zu verwirklichen. Nicht zufriedenstellend ist allerdings die Entwicklung im Güterverkehr. Der Güterverkehr in Deutschland in diesem Jahr wird vermutlich um die 0,4% steigen. Allerdings wird der Güterverkehr im Lkw-Bereich um 2,3% steigen. Woran liegt das? Die Wettbewerbsfähigkeit muss gesteigert werden. Wir werden dazu auch die Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen ausweiten. Aber das wird nicht reichen. Wir brauchen dringend eine Reduzierung der Trassenpreise. Es ist schon angesprochen worden. Und darüber hinaus muss die Trassenbestellung für den Güterverkehr flexibler werden. Und auch der Güterverkehr muss pünktlicher sein. Niemand wird umsteigen auf die Bahn, wenn er befürchten muss, dass sein Zug irgendwo 2-3 Tage abgestellt wird, bevor er den Endort erreicht. Da gibt es deutlichen Optimierungsbedarf. Allerdings gibt es bei der Cargosparte der Bahn noch eine besondere Herausforderung. Auch bei den Privaten ist nicht alles glänzend. In meinem Wahlkreis wird die OHE, die Osthannoversche Eisenbahn, Ende des Jahres ihren Güterverkehr einstellen. Aber was die Bahnsparte angeht, ist es dramatisch. Gegen den Trend verliert sie seit Jahren Kunden und Waren. Und es muss Schluss sein mit den kleinen Programmen an der einen oder anderen Ecke. DB Cargo braucht ein handlungsfähiges Konzept und sie muss es entwickeln mit den Menschen, die die Ahnung davon haben, mit den Gewerkschaften in diesem Bereich. Die Gewerkschaften sind bereit. Es hat erste Gespräche gegeben. Hier muss es dringend endlich ein vernünftiges, tragfähiges Konzept geben. Abschließend ist zu sagen, die Eisenbahn in Deutschland ist auf einem guten Weg.
Nicht nur, aber auch aufgrund der Politik dieser Bundesregierung. Wir haben Herausforderungen, die wir gemeinsam nächstes Jahr bewältigen sollen. Die vorliegenden vier Anträge, Teile davon sind bereits umgesetzt, die anderen, glaube ich, weniger geeignet, um diese Herausforderungen angehen zu können. Lösungen sollten kreativ sein, so wie diese aus der Ansage in einem ICE-Zug, der da lautete: Der Regionalexpress nach Bamberg wartet offiziell nicht. Allerdings ist der Lokomotivführer mein Schwiegersohn und Sie werden ihn erreichen. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir alle heute unsere Züge erreichen zu unseren Schwiegersöhnen, sonstigen Familien und uns im nächsten Jahr hier wieder treffen, um kreative Lösungen für unsere Bahn zu finden. Herzlichen Dank. Kirsten Lühmann war das für die SPD, die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion. Und jetzt als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt Ulrich Lange für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Jahr 2016 war ein grandioses Jahr für die deutsche Verkehrspolitik, ein hervorragendes Jahr auch für die Schiene in Deutschland. Und wir haben ja erst vor ein paar Tagen hier die Ausbaugesetze beschlossen, auch die Ausbaugesetze für die Schiene. Und liebe, mit 42% Schienenanteil, lieber Kollege Gastel, Sie sollten, wir führen nicht die Debatte von vor drei Wochen wieder, weil es mit Ihnen nichts bringt. 42% auf der Investitionen auf die Schiene. Und ich möchte Sie sehen, ich habe es Ihnen auch schon gesagt, gehen wir zusammen hin, dort, wo ausgebaut wird, und gehen wir dorthin. Und dann möchte ich sehen, wie Sie sich hinstellen und für den Ausbau werben. Ich kenne immer nur Ihre Doppelzüngigkeit. Und deswegen bitte bleiben Sie hier auch. Bitte bleiben Sie hier einfach auch auf dem Boden der Tatsachen. Wenn wir das schaffen, was wir uns vorgenommen haben, dann haben wir sehr, sehr viel erreicht. Das Jahr 2016 war deswegen gut, und ich zähle das jetzt noch mal im Staccato auf. Eigenkapitalerhöhung für notwendige Investitionen. Ja, wir wollen neues Wagenmaterial. Ja, wir wollen WLAN in den Zügen. Ja, wir wollen Barrierefreiheit. Ich sage nur das ZIP-Programm. Ja, wir wollen auch diese, unsere Deutsche Bahn stärken. Ja, wir wollen die Infrastruktur stärken. Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 2, 28 Milliarden, so viel wie noch nie. Aufwuchs der Regionalisierungsmittel, 8,2 Milliarden, so viel wie noch nie. Ja, das muss. Trassenpreisbremse für den Schienenpersonennahverkehr, damit schon der erste Schritt in die Trassenpreisregulierung, und zwar echte Regulierung, so viel oder so gut wie noch nie. Evaluierungsmechanismus 2018, gemeinsam gefunden, so gut wie noch nie. Keine weitere Ausdünnung des Fernverkehrs, so gut wie noch nie. Deswegen klare Durchsage. Der Bahnverkehr ist auf einem guten Weg. Die Reform war richtig. Jede Reform braucht immer wieder weitere neue Schritte. Die machen wir dann 2017, indem, wie wir angefangen haben, indem wir den Investitionshochlauf auch bei der Schiene nutzen. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Ulrich Lange war das für die CDU-CSU-Fraktion, deren verkehrspolitischer Sprecher jetzt zum Abschluss dieses Tagesordnungspunktes. Und der Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer wird jetzt über die Oppositionsanträge abstimmen lassen.